Herzlich willkommen, Leute, zum 24. Türchen des Adventskalenders 2023. Das 24. Video. Heute ist Weihnachten. Heiligabend steht kurz bevor. Heute feiern wir. Ja, was feiern wir eigentlich heute? Manche feiern einfach, dass sie zusammenkommen, dass sie Zeit miteinander verbringen, dass sie am Leben sind. Und das heutige Video beschäftigt sich mit dem, was wir heute alle ruhigen Gewissens feiern können, nämlich Dankbarkeit. Wir können heute einfach Dankbarkeit empfinden für die anderen Menschen, für die Abonnenten, für die Kommentare, für die eigene Familie, für Freunde, für Geld, für Technik, für Luft zum Atmen, für Wasser zum Trinken, für Brot zum Essen, für extrem leckeres Essen heute. Dankbarkeit für Liebe, für wenn uns jemand zuhört, dafür, dass wir auf der Welt sind, dass wir hier unseren Unfug treiben dürfen, dass wir geschützt sind auf der Erde und nicht einfach ins All fallen. Dass wir nicht sofort getötet werden, wenn wir aus dem Mutterleib rauskommen, sondern dass wir leben dürfen. Vielleicht hat nicht jeder seinen Anteil am Guten und es gibt auch das Schlechte und das Schlechte will ich auch überhaupt nicht wegleugnen. Aber Menschen bestehen viel zu oft auf dem Schlechten und vergessen, dankbar zu sein für das Gute. Wir müssen wissen, wie das Böse funktioniert, wie es arbeitet, damit wir es von uns abstoßen können. Aber wir sollten uns nicht zu sehr damit beschäftigen. Und wir sollten nicht zum Pressesprecher, zum Lobbyisten einer dystopischen Weltsicht werden, sondern zum Pressesprecher unseres eigenen Lebens. Wo wir gar nicht mal darüber reden müssen, sondern es einfach vormachen. Ja? Ist doch egal, ob es die anderen nachmachen. Wir müssen nicht rumpropagieren. Das ist der Hippie-Fehler. Der Hippie-Fehler. Alle müssen jetzt so leben. Lass doch die Leute selbst drauf kommen. Und heute zelebrieren wir einfach, dass wir leben, was wir leben. Und dass wir dankbar dafür sind. Ich hoffe, dieses Video hat euch eine kleine Inspiration gegeben. Ich muss es leider kurz halten, weil ich muss noch so viel vorbereiten für Weihnachten. Ja, der Teig chillt da oben. Ja, kann man jetzt leider gar nicht sehen. Aber ja, das Focaccia muss noch gemacht werden. Ich muss noch die Weihnachtsgeschenke abpacken. Und ich muss in 1,5 Stunden schon los. Ja, das wird also ein echter Run. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr die 24 Videos mit mir durchgezogen habt. Natürlich geht's weiter mit Videos, aber nicht jeden Tag. Da brauchen wir einfach noch wirklich ein bisschen mehr Rückenpower für mich, dass ich das jeden Tag machen kann. So weit sind wir noch lang nicht, aber wir werden eines Tages dorthin kommen. Ja, merkt euch diese Worte, wir werden eines Tages werden wir dorthin kommen. Und das Ziel mit den 300 Abonnenten erreichen wir mit einem weiteren Abonnenten in diesem Monat. Ich glaube fest daran, dass Gott oder der Weihnachtsmann noch meinen Kanal abonnieren wird. Und dann haben wir auch dieses Ziel erreicht. 300 Abonnenten, 300 Stunden Aufmerksamkeit haben wir sowieso schon lange gesprengt. Ich bin dankbar, dass ich hier auf YouTube sein darf, dass ich hier meine Videos hochladen kann, dass es Leute wie euch gibt, die die Videos anschauen, die mir Feedback geben, die mitdiskutieren, die andere Meinungen haben, die ganz andere Ansichten haben und die in den Kommentaren präsentieren und dass wir gemeinsam darüber nachdenken können, einfach wie schön vielfältig die Welt ist, unser Geist ist, wir als Menschen sind, das Leben ist. Dafür große Dankbarkeit. Lasst uns ein Fest der Dankbarkeit feiern. Ich sage Peace und bis bald.